Hallo zusammen. Heute werde ich euch über das türkische Hotel Royal Alhambra Palace erzählen, das sich in der Stadt Manavgat befindet. Wir haben tausende Touristenbewertungen über dieses Hotel analysiert und haben daher definitiv viel mit euch zu teilen. Lasst uns loslegen. Zuerst, wie gewohnt, beginnen wir mit einigen allgemeinen Informationen über das Hotel. Das Royal Alhambra Palace ist ein prächtiges Familienhotel, in dem man mit Kindern oder einer Gruppe von Freunden entspannen kann. Es bietet alles, was man für einen komfortablen Aufenthalt benötigt. Der Komplex befindet sich in der Nähe der Stadtseite. Das Hotel gehört zur Stone Group Hotelskette und ist bekannt für sein majestätisches Design, inspiriert von der maurischen Architektur, die Luxus mit exotischen östlichen Elementen kombiniert. Eine der Hauptmerkmale des Hotels ist sein weitläufiges Gelände, das das Hauptgebäude, zahlreiche Pools, Wasserrutschen, einen Vergnügungspark und direkten Zugang zu einem privaten Sandstrand umfasst. Das Hotel ist auch berühmt für seine Vielzahl an Restaurants, die Gerichte aus verschiedenen Weltküchen anbieten. Darüber hinaus bietet das Hotel viele Möglichkeiten für aktive Erholung. Es gibt ein Fitnessstudio, Tennisplätze, ein Spa mit Sauna und Hammam sowie verschiedene Sporteinrichtungen. Egal, ob ihr einen ruhigen oder aktiven Urlaub bevorzugt, das Royal Alhambra Palace bietet alle Voraussetzungen für einen perfekten Urlaub. Das Hotel hat eine Bewertung von 4,3 Sternen bei Google und 4 Sternen bei TripAdvisor. Die Zimmerpreise und die Möglichkeit, ein Zimmer in diesem Hotel zu buchen, findet ihr über die Links in der Beschreibung und im angehefteten Kommentar unter diesem Video. Freunde, gleich erzähle ich euch von allen Vor- und Nachteilen dieses Hotels. Aber bevor wir beginnen, möchte ich euch bitten, unseren Kanal zu abonnieren und dieses Video mit einem Like zu unterstützen. Danke! Das Hotel Royal Alhambra Palace verfügt über einen eigenen Sandstrand, der mit bequemen Liegestühlen und Sonnenschirmen ausgestattet ist. Am Strand gibt es viele schattige Bereiche, so dass ihr bequem sonnenbaden könnt. Die Sonne ist im Sommer sehr intensiv, daher ist es am besten, Sonnencreme zu verwenden. Denkt jedoch daran, dass es besser ist, Sonnencreme nicht auf dem Hotelgelände zu kaufen, da diese Produkte hier sehr teuer sind. Der Strand des Royal Alhambra Palace ist geräumig und schön. Ihr müsst keine Liegestühle früh am Morgen reservieren, um den Strand zu genießen. Außerdem gibt es zur Bequemlichkeit eine fantastische Strandbar, an der ihr euch mit Cocktails und Getränken abkühlen könnt. Gegen eine zusätzliche Gebühr stehen verschiedene Wassersportarten zur Verfügung. Ich möchte auch die Sauberkeit des Strandes hervorheben, das Personal sorgt dafür, dass kein Müll am Strand liegt. Die Anlage des Alhambra Palace Hotels wird all eure Erwartungen übertreffen. Es ist hier sehr schön, sauber und ruhig. Dies ist der perfekte Ort, um euren Urlaub zu verbringen. Das Innere des Hotels ist einfach atemberaubend. Die Pools auf dem Hotelgelände sind fantastisch. Wenn ihr Ruhe und Frieden sucht, könnt ihr euch an einem Pool niederlassen. Wenn ihr laute Musik und Spaß bevorzugt, könnt ihr an einem anderen Pool bleiben. Der einzige Nachteil ist, dass der Innenpool sehr kalt ist, selbst in der Sommerhitze. Zum Hotelgelände gehören ein Wasserpark, Attraktionen, ein Amphitheater und Bars mit Imbissständen. Einige Gäste mögen es nicht, dass es keine Rettungsschwimmer gibt, die die Kinder beaufsichtigen, wenn sie die Wasserrutschen hinunterfahren. Ebenso schwimmen die Kinder im Pool alleine, und es gibt keinen Rettungsschwimmer, der sie überwacht. Die Fliesen um die Pools sind sehr rutschig, also seid vorsichtig, wenn ihr aus dem Pool kommt. Ein weiterer Nachteil, den die Gäste nicht mögen, ist, dass Touristen die Liegestühle am Pool früh am Morgen reservieren, indem sie ihre Handtücher darauf legen. Ich denke, das Hotel sollte sich diesem Problem annehmen. Ich möchte auch das Rauchen erwähnen. Trotz der Nichtraucherschilder rauchen viele Leute im Hotel, auch rund um den Pool. Das zwingt die Leute, an den Strand zu gehen, anstatt sich am Pool zu entspannen. Den meisten Gästen hat das Essen im Alhambra Palace Hotel gefallen. Es gibt viele verschiedene Gerichte, und ihr werdet sicher etwas Passendes für euch finden. Leider waren nicht alle Bewertungen perfekt. Zum Beispiel haben sich einige Leute beschwert, dass das Hähnchen roh und kalt war. Touristen behaupteten, dass die Küche nicht dem 5-Sterne-Niveau entspricht und jeden Tag die gleichen Gerichte zubereitet werden, was sehr eintönig wird. Es gab lange Warteschlangen im Hauptrestaurant. Die Lösung sind die à la carte Restaurants. Das Alhambra Palace Hotel hat mehrere dieser Restaurants, die italienische, mexikanische und asiatische Küche anbieten.
Der Besuch eines solchen Restaurants kostet 20 bis 25 Euro pro Person. Es gibt jedoch einen großen Nachteil: diese Restaurants sind oft geschlossen. Es stellt sich heraus, dass die Restaurants nur geöffnet sind, wenn eine bestimmte Anzahl von Personen einen Besuch gebucht hat. Ich denke, die Hotelleitung sollte auf alle Mängel in Bezug auf das Essen achten, denn die Küche verdient keine hohe Bewertung. Die Zimmer im Royal Alhambra Palace verbinden Elemente von Luxus und modernem Komfort. Jedes Zimmer verfügt über hochwertige Materialien und stilvolle Dekorationen, die eine gemütliche und elegante Atmosphäre schaffen. Die meisten Zimmer des Hotels bieten einen atemberaubenden Blick auf das Meer, was euren Aufenthalt noch angenehmer macht. Die Zimmer sind mit allen notwendigen Annehmlichkeiten für einen komfortablen Aufenthalt ausgestattet: geräumige Betten mit hochwertiger Bettwäsche, moderne Möbel, Klimaanlage, Minibar, Flachbildfernseher mit Satellitenkanälen und kostenlosem WLAN. Die Zimmer im Royal Alhambra Palace sind sehr geräumig und sauber. Das Reinigungspersonal macht seine Arbeit hervorragend. Alle Zimmer werden täglich gründlich gereinigt und die Minibar wird rechtzeitig aufgefüllt. Die meisten Mitarbeiter sind sehr aufmerksam und hilfsbereit und erfüllen ihre Aufgaben gut. Es gab Dankesworte von Touristen an einige Mitarbeiter. Der einzige Nachteil, der für viele Mitarbeiter gilt, ist das Fehlen von Englischkenntnissen. Ich glaube, das ist für ein Hotel dieser Klasse völlig inakzeptabel. Schließlich kommen Menschen aus verschiedenen Ländern hierher, um sich zu erholen. Und noch etwas, was euch schockieren könnte: es gab Vorfälle, bei denen das Personal untereinander gekämpft hat. Das ist für ein solches Hotel einfach inakzeptabel. Das Hotel bietet eine tolle Animation und es gibt auch Wasserrutschen, die sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet sind. Das Animationsteam lässt euch keine Langeweile aufkommen. Die Animateure organisieren tagsüber und abends verschiedene Aktivitäten. Besonders die Abendprogramme haben den Touristen gefallen, und es ist wichtig, dass die Animateure immer versuchen, die Gäste in ihre Aktivitäten einzubeziehen. Der einzige Nachteil ist, dass sie manchmal zu aufdringlich sein können, was nicht sehr angenehm ist. Für Kinder bietet das Royal Alhambra Palace Hotel alles, was man für einen tollen Urlaub braucht. Zum Beispiel gibt es einen Vergnügungspark, einen guten Kinderclub und viele Abendaktivitäten. Es gibt auch ein Spielzimmer mit Attraktionen und Bowling. Kinder werden sich in diesem Hotel bestimmt nicht langweilen, also kommt ruhig mit der ganzen Familie hierher. Das Royal Alhambra Palace Hotel wirkt sehr beeindruckend, mit einem atemberaubenden Meer, einem Sandstrand, ausgezeichneten Zimmern, lustiger Animation und Wasserrutschen. Alles ist auf eure Entspannung und euren Komfort ausgelegt. Das Hotel bietet schöne und geräumige Zimmer und einen hervorragenden Kinderclub. Es gibt jedoch auch Nachteile, wie zum Beispiel nicht sehr gutes Essen. Aber wenn leckeres Essen nicht eure oberste Priorität ist, könnte euch dieses Hotel wirklich gefallen. Freunde, die endgültige Wahl liegt immer bei euch, und nur ihr könnt entscheiden, ob ihr in diesem Hotel übernachten möchtet oder nicht. Während ihr euch entscheidet, empfehle ich euch, diese anderen Videos über Hotels weltweit anzusehen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Bitte liked das Video und abonniert den Kanal, damit ihr unsere neuen Bewertungen nicht verpasst. Und damit verabschiede ich mich, bis wir uns in einem anderen Hotel wiedersehen.